Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr hört's, ihr seht's hinter mir. Es summt und brummt. Richtig cooles Wetter hier am Wienstand. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht mit dem Wetter. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon Honigräume gegeben habt, ob ihr schon Nektareintrag habt, was auch immer. Würde mich freuen, einfach in die Kommentare. Bei uns ist es ja jetzt so, wir kommen aus einer total zähem Frühjahr. Ne? Kaum ein Tag ohne Regen. Nachts hatten wir jetzt, konnte ich wieder Scheiben am Auto kratzen vor 2 Tagen. Kaum ein Tag ohne Regen. Ich will nicht übers Wetter klagen, aber für die Bienen zieht sich's einfach dahin. Ne, das ist, wenn ihr so seht hier um mich rum, es blüht alles mittlerweile. Die Kirsche, glaube ich, jetzt in der 3. Woche, die ist jetzt langsam durch. Die Birne blüht seit einer Woche, die Äpfel fangen jetzt an. Die Bienenvölker stehen zum Teil echt Bombe da. 5, 6 Waben Brut, voll. Und Moment, ihr seht es im Hintergrund. Zum Teil ohne Honigraum. Ne? Ein bisschen ein befremdliches Bild, aber diesen Weg gehe ich dieses Jahr einfach mal, dass ich mir gesagt habe, die bringen jetzt nur diese 2 Tage schön und dann bringen sie schon wieder schlechtes Wetter. Wir lassen mal die Honigräume noch weg. Die werden wahrscheinlich sowieso nichts bringen, weil eben dieser Nektareintrag nicht da ist. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich jetzt seit 3, 4 Wochen dabei, den Bienen eigentlich jede Woche wieder einen Schuck Futter zu geben, weil die einfach unheimlich knapp sind. Ne? Kein Mangel, aber sie sind knapp, sie brauchen das Futter. Man sieht es auch, es ist weg und ja, Reserven sind relativ wenig. Warum mache ich das in so kleinen Gaben? Also ich mache das ja so, ich laufe da durch mit meinem Kanister. Oh, Telefon, unpassender Moment. Ich laufe da durch mit meinem Kanister, habe ja das ganze Jahr die Nikophytro drauf, Gott sei Dank, ne, macht die Sache einfach leichter und gebe denen so einen Zucker rein. Ne. Das mögen so 500 Gramm, 600 Gramm, 400 Gramm, was auch immer sein. Das mache ich einfach je nach Wetterbericht so ungefähr jede Woche. Brauche ich für die 25 Bienenvölker, die wir an so einem Bienenstand haben, vielleicht sind es mal 30, mal sind es 20, 10 Minuten, Viertelstunde. Wir sind ja sehr regional aufgestellt mittlerweile. Insofern habe ich das in einem Vormittag, starken Vormittag, ist das alles super easy erledigt. Jetzt habe ich auch ein bisschen den Faden verloren. Genau, manche haben die Honigräume und das sind halt die super starken Bienenvölker, die den einfach zum Platz brauchen. Ja. Prinzipiell habe ich die Honigräume halt nicht gegeben noch dieses Jahr, weil einfach wieder Kälte gebracht wird. Die Bienen werden sowieso nicht stark nach oben gehen. Vielleicht werden sie ein bisschen gegangen. Nektareintrag wird sehr wahrscheinlich nicht stattfinden in der nächsten Woche, wenn das Wetter so wird, wie der Wetterbericht bringt. Und wenn es je anders kommt, dann setzt man die Honigräume halt drauf. Ne? Dann muss man halt da mal ein bisschen am Stück ranhalten. Aber jetzt Honigräume aufsetzen ist ja einfach sich. Keine große Arbeit im Brutraum, sind sie alle durchgeschaut, sind alle geschiedet, eingeengt, Brutwaben im Prinzip so wesentlich. Also ich habe ja so ein bisschen, meine Philosophie ist ja so ein bisschen, ab 5 Waben Brut kommt irgendwann mal der Honigraum drauf, wenn alles blüht. Es blüht alles, die Brut ist da, man könnte. Ne? Also der Brutraum ist praktisch eingestellt. Das Einzige, was fehlt, ist noch der Honigraum. Ne? So ganz langweilig wird es mir jetzt trotzdem nicht. Wie gesagt, es ist ja auch schön als Imker, ne? Wenn du ein bisschen Zeit hast, wenn sie so schön fliegen. Aber so ganz langweilig wird es mir auch nicht, weil man ja nichtsdestotrotz auch ein bisschen an die Zucht, an die Vermehrung denken muss. Und da starte ich ja, das habe ich euch ja schon mal gesagt, bin ein ganz großer Freund davon, die Abidea nicht mit dieser berühmten Schüpfkelle Bienen oder halbes Honigglas Bienen zu starten, sondern ich starte die gerne als Minivölkchen, also mit Brut, als intaktes kleines Volk, am besten noch mit einer alten Königin, dass halt, wenn da die Königin reinschlüpft, die neue, dass alles schon da ist, dass das ein funktionierendes, intaktes Gewebe ist. Und da bin ich der Meinung, dass das einfach super cool ist für die Königin besser werden. Ist jetzt meine persönliche Meinung.
Und ich meine, wir stehen jetzt hier auch in der Imkerei, die hat gewisse Kennzahlen und also finde ich in Ordnung, ne? Was hier passiert, finde ich jetzt nicht nachteilig. Und dafür muss man halt jetzt langsam anfangen. Da bin ich jetzt auch schon einen Tick eigentlich zu spät. Ich habe mir da Honigräume umgebaut, wo so Mini-Plus-Waben drin sind. Und da werden die aufgesetzt ohne Absperrgitter. Und dann habe ich dann nachher einfach meine Abideas, kann ich dann so einfach füllen. Klar kostet es vielleicht ein Kilo Honig hin oder her, aber die Qualität oder die Zukunft von so einer Imkerei ist halt auch die Qualität der Königin. Und man muss ja nicht immer den letzten Tropfen Honig rausquetschen aus einem Bienenvolk. Ne? Das steht an und weil wir haben ja auch schon voll viel Königin vorbestellt. Ne? Das, also auch dank euch, sehr, sehr vielen Dank, dass ihr da viel Vertrauen habt, auch die letzten Jahre. Und da haben wir halt auch zum Teil Zeiträume oder macht man ja so, ne? Man hat ja irgendwelche Zielzeiträume, wo man die ungefähr haben will. Und deshalb müssen wir da langsam in die Pötte kommen. Prinzipiell fange ich trotz allem erst an, wenn wir in der Schwarmzeit sind. Schwarmzeit sind wir jetzt noch nicht, also ich habe noch keine Schwarmzellen gesehen. Vielleicht Ende nächster Woche, vielleicht noch mal ein paar Tage später, ich weiß es nicht. Aber wir werden da sicherlich irgendwann reinkommen und dann macht halt das, also traditionell sind ja auch nicht alle Völker in Schwarmstimmung, aber ich möchte halt meine Zellen ziehen lassen in Völkern, die in der Schwarmstimmung sind und die 2, 3, 4, 5, die suche ich mir halt raus, stelle die separat und da ziehe ich dann meine Zellen, weil auch das, glaube ich, ist ein bisschen mehr Aufwand, aber auch das, glaube ich, macht einfach die Qualität, schadet der Qualität der König, der neuen Königin nicht, ne? Ja, das steht noch an. Und ansonsten freuen wir uns natürlich alle auf den Mai. Ne? Mai ist ja immer so, finde ich, ein schöner Monat. Seit wir nicht mehr in den Raps wandern, habe ich ja mal erklärt, warum, weshalb, wieso wir das nicht mehr machen. Ist es auch ein Monat, wo einen nicht überfordert mehr, ne? Wo einen nicht stresst. Das war ja mit diesen Rapswanderungen, es sind ja mehrere gewesen immer. War ja schon ein immenser Zeitaufwand. Wenig Schlaf nachts, dann musst du den Honig wieder heimkarren, die Bienen wieder heimkarren und Schwarmkontrolle dort machen, hier machen, da machen, Auto laden. Und es ist einfach so viel entspannter, wenn die Bienenvölker daheim sind. Wirtschaftlich geht's für uns auch aus. Wir machen in der Zeit halt auch andere Sachen. Wir machen ja Imkerkurs zum Beispiel. Ganz besonders diesen Mai werden wir auch wieder eine Praktikantin da haben, die uns unterstützt, vielleicht die ein oder andere Veranstaltung auch entwirft oder organisiert und wo wir dann alle was davon haben, wer weiß. Also auf jeden Fall freue ich mich auf eine schöne Zeit, auch wenn das Wetter noch mal schlecht wird, aber wir kommen da ja alle zusammen durch. Die Bienenvölker dürfen einfach nicht verhungern und da muss ich sagen, als Bienensachverständiger habe ich da ja auch viele oder ein paar Bienenvölker in letzter Zeit gesehen, die eine andere Betriebsweise haben wie die Völker, die ich hier habe, wo im Herbst nicht so knapp eingefüttert werden, aber auch da ist es mit dem Futter, man muss ein Auge drauf haben noch. Noch sind wir nicht durch, obwohl alles so schön blüht. Ach so, ein Punkt noch, warum kriegen die Bienen bei mir immer nur so einen Schluck Futter und nicht einfach 5 Kilo, weil der ganze April regnet es ja sowieso. Naja, ehrlich gesagt, will ich die Bienenvölker durch dieses Futter auch nicht einengen, ne, das Brutnest, deshalb kleine Portionen, kennen wir alle von Jungvölkern in jedem Lehrbuch, kleine Portionen geben, dass das Brutnest nicht eingeengt wird. Dann habe ich ja jedes Mal auch die Hoffnung, dass das Wetter besser wird, weil das Thema ist natürlich auch ein Thema für den Geldbeutel. Ne? So ein Betrieb einmal mit 5 Kilo durchfüttern. Ja.
Ich gehe jetzt auf jeden Fall aufs Geburtstag, auf einen Geburtstag. Wünsche euch noch viel Spaß, viel Erfolg, bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr bis dahin da wart. Und ja, macht's gut. Bis dann.